Ja, herzlich willkommen zum 23. Wochenimpuls Kontemplation Mystik in 2021. Heute ein Impuls zu einem Text von Bruder David Steindl Rast, Geheimnisvolle Gegenwart. Lasst ihn uns gemeinsam rezitieren. Was es gibt, spürt unser heuchendes Herz den Pulsschlag einer großen Gegenwart, auf die wir uns gläubig verlassen dürfen. Und je mehr wir uns darauf verlassen, umso mehr erfahren wir tatsächlich diese Verlässlichkeit. Das führt folgerichtig zur Dankbarkeit. Wenn wir uns selbst anschauen, wir sind ja selber ein völliges Geheimnis. Wir haben uns nicht selbst gemacht. Wir haben uns nicht selber verdient. Es ist eine kosmische Weisheit, die da durch uns fließt und sich verwirklicht. Die Quelle des Lebens ist letztlich das, was Menschen, die das Wort Gott richtig verwenden, Gott nennen. Also das Es, das alles gibt, ist das unergründliche Geheimnis, aus dem jeder Augenblick alles hervorkommt. Die Eingangsrezitation heute, Thomas Merton. Verborgene Schönheit. Wie gesagt, am Beginn des Übergangs aus der Osterzeit zu Pfingsten hin stand dieser Text und heute geheimnisvolle Gegenwart, sozusagen wie ein Pendant dazu. In allem, was es gibt, spürt unser horchendes Herz den Pulsschlag einer großen Gegenwart. Und womöglich war es der einen oder dem anderen möglich, in der geführten Eingangsübung, in diesem Gewahren der eigenen Präsenz und diesem Niederlassen in diesem Raum der Präsenz, wo immer du ihn auch in, um dich verortet haben magst, vielleicht war da etwas davon spürbar, dass diese Präsenz und Gegenwart nicht nur deine eigene ist, sondern eingebettet in eine viel umfassendere, hintergründigere, umfassendere. Und so ist es möglich, sozusagen auf dem Weg des kontemplativen Gebets und des Praktizierens der Stille, diesem verfeinerten Spüren, Lauschen, Horchen, Schauen, in allem diesen Pulsschlag dieser hintergründigen Gegenwart zu erfüllen, auf die wir uns gläubig verlassen dürfen. Und je mehr wir uns darauf verlassen, umso mehr erfahren wir tatsächlich diese Verlässlichkeit. Wachsen hinein in die Erfahrung, dass sie gegenwärtig ist. Nicht nur zu außergewöhnlichen Zeiten. So wie der Liebhaber des Lebens auf die Frage, woran wird man denn das Kommen des Reiches Gottes erkennen, antwortete. Man wird es nicht so erkennen, indem er sagt, siehe da oder siehe dort,
sondern wie es in Lukas 17, 21 heißt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. In der alten Luther-Übersetzung inwendig in euch. Also, gegenwärtig, präsent, in allem und allen, wenn mir die Augen und die Ohren aufgehen, um dies sehen und hören zu können. Und indem wir uns darauf verlassen und einlassen, diese Perspektive, diese Blickrichtung, diese Seinsweise, umso mehr erfahren wir tatsächlich diese Verlässlichkeit. Und das führt folgerichtig zu Dankbarkeit. Denn wir selbst sind ja ein völliges Geheimnis. Wir haben uns nicht selber gemacht, wir haben uns nicht selber verdient. Wir sind Ausdruck, Manifestation einer kosmischen, man könnte auch sagen göttlichen Weisheit, die da durch uns fließt und sich in uns und durch uns verwirklicht. Denn wie schon so oft gesagt, nicht jeder und jede von uns führt ein Leben und sein Leben oder ihr Leben, sondern wir alle leben dieses eine große Leben, das sich durch uns ausdrückt und durch uns weiterentwickelt. Und diese Quelle, aus der dies da fließt und sich verwirklicht, manifestiert, ist letztlich das, was Menschen, die das Wort Gott richtig verwenden, Gott nennen. Also das Es, das alles gibt, ist das unergründliche Geheimnis, aus dem jeden Augenblick alles hervorkommt. Aus dieser geheimnisvollen Gegenwart. Aber damit sind wir gleichwohl selbst Teil und Ausdruck dieses Geheimnisses. So geht es im Praktizieren des kontemplativen Gebets darum, dass das Tor zum Geheimen sich öffnet, nämlich zu dem Geheimnis, dass wir selbst sind. In unserem tiefsten Sein, in unserem Wesenhaften, in unserem Anteil an dem Einen. Oder wie Christian Morgenstern es nannte, unerforschliche Teile des Unerforschlichen. Auch das gehört zu diesem Geheimnis, dass wir sind. Weder wir selbst kennen uns, noch andere kennen uns vollständig. Wir sind mehr, als wir von uns wissen. Und viel mehr als das, was wir einander zuschreiben. Unerforschliche Teile des Unerforschlichen. Ausdruck dieser kosmischen Weisheit, die dadurch uns fließt, sich manifestiert und dadurch verwirklicht. Geheimnisvolle Gegenwart, in die die Erfahrung der Übung uns hineinführt, in diesen grundsätzlichen Transformationsprozess, Verwandlungsprozess, in dem wir nicht nur in besonderen herausgehobenen Augenblicken einen Geschmack und eine Ahnung davon erlangen, sondern in dem dies alltägliches Bewusstsein, Selbst- und Weltverständnis wird.
geheimnisvolle Gegenwart.